Hi Leute, ich habe mich verabredet zum Eisfischen. Und wie das hier läuft, seht ihr in diesem Video. Ja, in Finnland trifft man sich am Sonntag bei schönstem Wetter zum Eisfischen und neben den Sonntagsspaziergängern findet man eben auch diese Eisfischer und ja, wir haben jetzt schon zwei Tage ein paar Plusgrade, 2 Grad plus oder 1 Grad oder sowas und aber das Eis hält auf jeden Fall noch. Wir haben gerade mal eine Probebohrung gemacht. 35 bis 40 cm ist es dick und ja, ich selbst habe auch ein Loch gemacht, könnt ihr euch hier angucken. Will I cry? Will I leave behind? Mikä se on? Visku. Visku? Ausgepufft. Wir gehen dahin zum Loch und fischen da ein bisschen rum, bis sich das hier wieder beruhigt und dann kommen wir hier hin zurück und dann sind wir wieder alle hier. So sieht's aus. Blöd? Ja. So? Ja. Hauki? Hauki. Ja. Kuha. Kuha. Yes. Aha. Ahmed. Very good. Kuha. Hauki, genau. Ja, also er hat hier drei Fische im Visier. Einmal Ahaven, das ist der Barsch. Hauki ist Hecht. Und Kuha ist Zander. Das sind die drei Fische, um die es hier jetzt in dieser Zeit beim Eislochfischen geht. Ja, also Eisfischen ist in Finnland eine sehr beliebte traditionelle Beschäftigung im Winter. Man benötigt dafür auch keinen Angelschein, da es unter das Jedermannsrecht fällt. Und ja, jeder Finne lernt diese Art des Angels schon von Kind auf an und wird irgendwie damit groß. Also eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung. Ja, und jetzt, gerade jetzt, wo das Eis nicht so hart ist, sondern ja, dadurch, dass es zwischendurch Schneefall und auch wärmere Tage gab, ist es eben die Zusammensetzung nicht so stark. Die nennen das auch Doppeleis oder so ähnlich. Auf jeden Fall kann man da ganz gut schaffen mit so einem Gerät hier. Aus dem typischen Baumarkt da so ein Loch reinzumachen und ja, das habe ich jetzt auch mal versucht, ne? Ja, nicht. Okay.
Also da hat er einen Wurm dran. Echtes Fleisch. Öxkatskolme? Ja. Ja, sitten. Büscherte. Büscherte? Ja. Aha. Also ein bisschen auf Spannung halten, denn so bewegen. Ja, also ihr macht hier noch ein paar mehr Löcher. Jetzt komm. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, dass jetzt hier ein Fisch beißt. Aber es ist trotzdem schön, am Sonntag hier in der Sonne zu sitzen, am See. Talvikausi alkaa ja mennään kalastamaan pilkikalastusta. Joo. Nyt on alkukevät ja niin. Kalat on aamulla syöjiä. Oikein. Joo. Jää. Ahven väliahven. Ah joo. Only so Paistata? Ja, Paistata. Paistata. Ja. Hei! Taas pikkuahve.
Wahan Swala? Ja. Ja, peist das da? Yes. Okay. Der war zu klein. Not in big, ja. Pieni. Das ist wie. Ja, das ist wie. But now big. Ja, also der Fang wird tatsächlich auch gegessen zu Hause, obwohl die jetzt nicht so groß sind. Ja, die werden ausgenommen und gebraten, einfach nur gebraten mit ein bisschen Salz und ist lecker, sagt er. Ne? Ja, aber ich glaube mal, es geht wohl hauptsächlich um die Beschäftigung und ums draußen sein. Ne? So, abgesehen vom Fang jetzt. Mado. Aha. Ja, Mado ist der Wurm. Hier wird tatsächlich mit Würmern geangelt. Also entweder Mehlwürmer, Regenwürmer oder eben Fliegenlarven, wie in diesem Fall. Ne? Ja, also heute sind es wohl die Barsche, die anbeißen. Und er sagt, die sind so kurz, ja, bis zu 50 cm unter der Eisfläche. Und ja, dadurch, dass man ein Loch ins Eis macht, werden die Fische durch den Lichteinfall angezogen. Also, ja, also er ist gerne da zum Eisfischen. Und Eisfischen ist auch, ja, so eine Sache. Da trifft sich die ganze Familie auf dem Eis, wenn es so ein sonniger Tag wie heute ist. Ne, manche bringen auch Kaffee mit und Pulla und ja, dann genießen sie die Zeit da draußen. Die Sonne glitzert da auf dem Eis und das ist auch eine wunderschöne Freizeitbeschäftigung und eine ruhige Atmosphäre. Ne? Ja, der Wind pfeift ein bisschen übers Eis und so. Das ist eben Tradition um diese Zeit hier in Finnland. Ja, viel braucht es nicht an Ausrüstung. So ein Eisbohrer, die sind ziemlich leicht, meistens aus Aluminium. Da kriegt man ein Loch so von 10, 12, 14 cm Durchmesser ungefähr. Jo, dann so ein Rucksack und vielleicht ein Klappstuhl. Eine kleine Mini-Angelrute und das alles kriegt man schon für eine Handvoll Geld. Also keine große Sache. Ja, das war es erst einmal hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt ein bisschen was erfahren über das Eisfischen hier in Finnland. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, was hier so in Finnland los ist, ich mache immer mal wieder ein Video über neue Themen, dann bleibt doch einfach dran, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Micha. Tschüss, tschüss.